Hallo, schönen guten Morgen. Tee mit Marisa, heute mit ganz einem speziellen Thema. Wie gehst du mit Kritik um? Kritik ist etwas, der Teil unseres Lebens ist. Ohne dass wir merken, kritisieren wir Situationen, Personen oder sogar das Leben. Gandhi in einem Interview sagt dann einem Reporter, was er macht, wenn er beleidigt. Also die Frage war, was machst du, wenn die Leute dich kritisieren? Und Gandhi lacht mit aller Ruhe der Welt, antwortet, meine Seele ist nicht beleidigt, nur mein Ego. Diejenige, die beleidigt ist, ist meine Seele. Wenn dir beleidigt ist, dann habe ich ein Problem. Aber mein Ego ist beleidigt. Das heißt, wenn mein Ego beleidigt ist, dann konfrontiere ich die Person, wir streiten, es geht immer mehr. Kritik ist immer eine wunderbare Lehrer. Ja, warum? Weil wenn ich mit mir nicht im Reinen bin, ich kaufe die Kritik ab und ab und zu genügt ein Blick. Einem einzigen Blick genügt und ich breche aus. Wenn ich mit mir in Reine bin, wenn ich im Friede bin, die Kritik werden sortiert. Wir haben in uns, in unseres inneren Software die Möglichkeit zu sortieren, was Ego ist und was Seele ist. Ein Beispiel. Diese Woche meine Patientin sagt zu mir, ich war an der Kasse, ich wollte bezahlen und ich war an der falschen Kasse. Da waren diese Kasse für wenige Artikel und ich hatte 2 oder 3 Artikel mehr. Und die Dame an der Kasse hat sie angeschrien, hat sie beleidigt und sie sagt, okay, was mache ich jetzt? Und die Diskussion eskaliert so weiter, dass sie meine Kollegin oder meine Klientin geweint hat. Sie war außer sich von Wut, von Trauer, von Beleidigtsein. Und sie kam zu mir und sagte, ja, warum habe ich so reagiert? Es gab keinen Grund. Und ich sage, ja, weil die Seele das aufgenommen hat. Die Verletzung, geliebt zu werden, oder ich möchte geliebt zu werden, ich möchte akzeptiert werden, ich will, dass der Welt mich liebt, hat dich dazu gebracht, zu weinen, zu reagieren. Und was können wir jetzt machen? Sie ist schon seit Jahren in verschiedenen Therapien, sie hat alles versucht. Und erst jetzt hat sie gelernt oder verstanden, dass das innere Kind will geliebt und akzeptiert werden. Das ist das Unterbewusstsein. In der Unterbewusstsein will sie alles richtig machen, damit niemand zu ihr kommt und kritisiert. Weil sie ist ja die Liebe und sie muss geliebt werden. Und das sind ganz viele andere Situationen, die mit involviert sind. Also, ich habe mit dir das innere Kind angeschaut. Wir haben jetzt einen Schritt nach vorne gemacht, indem wir erkennen, dass das Kind verletzt ist. Das innere Kind ist der Trigger für unsere Reaktion. Weil wer im Frieden ist, wer in Ordnung mit sich selbst, im Einklang mit dem Unterbewusstsein und Bewusstsein, innere Kind und Erwachsene, Unihipili Uhane, kommt nicht ins Schleudern, wenn solche Situationen passieren. Und es ist sehr schnell passiert, dass die Person an der Kasse ein Problem hatte. Aber die Kundin hat es aufgenommen und das Ganze hat eskaliert. Beide, gehe davon aus, sind gekränkt nach Hause gegangen. Keine hat etwas gewonnen mit diesem Konflikt. Eine Kritik, die ausgeübt werden, einander gegenüber, könnte etwas durchaus positiv sein. Stellen wir uns vor, diese Dame an der Kasse begegnet mich.
ich komme an den falschen Ort, ich bin da und schaue die Dame an und sage, ja, ich bitte um Verzeihung. Können Sie trotzdem akzeptieren und durchlassen? Mit einer anderen Stimme, mit einer anderen Positionierung. Sehr wahrscheinlich die Dame würde sagen, nein, kann er nicht, dann würde ich mich entschuldigen, meine Einkäufe nehmen und an die andere Kasse gehen. Absolut kein Thema, weil schließlich, ich war falsch. Kein Thema. Ich werde weder beleidigt noch gekränkt. Und die Dame an der Kasse hätte ihr Job weitergemacht in ihrem Frust, in ihren Problemen. Ich hätte nicht nach Hause mitgenommen, die Probleme. Und da kommt wieder mit einem Kritik, ab und zu sogar ein Blick, den jemand uns geworfen hat, schaffen wir unseren ganzen Tag zu versalzen und verbittern. Und was ist unsere Tendenz? Wir kumulieren das. Wir kumulieren, kumulieren, kumulieren. Irgendwann halten wir es nicht mehr aus. Und das ist unerträglich. Entschuldigung. Und dieses unerträglich Dasein generiert andere Symptome. Ja, wir sind asymptomatisch in so viele Emotionen, die bei uns gespeichert sind. Was machen wir jetzt? Wir nutzen den Ho'oponopono als eine Therapie. Es ist sehr einfach. Und weil es so einfach ist, zweifeln die Menschen an der Wirksamkeit. Alle diejenigen, die mit mir jetzt diesen Weg genommen haben, sind überrascht an den Resultaten, an der Zufriedenheit und an den Frieden, den sie gefunden haben. Und wie machen wir das? Mit den 4 Sätzen. Da fangen wir an. Dann gehen wir weiter zu dem Originalgebet. Und das ist ich mit mir selbst, das Bewusstsein mit dem Unterbewusstsein. Besuche einen Workshop. Lies mehr, informier dich mehr. Lass dich gut gehen im seelischen Sinn. Gehe mehr auf dich zu. Verstehe mehr, was mit dir geht. Wo ist dein Muster und wo muss das verbessert werden? Und interessanterweise, keine kann das machen, weil inzwischen weißt du, du bist hundertprozentig verantwortlich für alles, was mit dir passiert ist. Aber auch was heute passiert ist, ist Konsequenz von das, was gestern gewesen ist, was du gesammelt und gespeichert hast. Die Speicher ist voll, somit wiederholen sich die Ereignisse. Und da kommt die Antwort. Warum passiert das immer wieder in meinem Leben? Weil ich ganz viel davon gespeichert habe. Und meinem Ich versteht, ja, weil dann so viel davon gespeichert ist, ist, weil das gut ist. Ja. Wollen wir das Kind und das innere Kind und diese Muster loswerden? Also, das Originalgebet vom Ho'oponopono. Jeden Tag, während 21 Tagen. Schreib auf, was du fühlst. Vernichte diese Dokumente. Und fange ein neues Leben an. Du kannst das. Ich weiß das. Und ich sehe dich bald wieder bei mir. Hier mit dem Tee mit Marisa. Es hat mich sehr gefreut. Bis bald!